Vielleicht hier ein bisschen Eisen. Ui, es geht aber ziemlich weit. Ach egal, wir haben Inventarplätze frei bis zum geht nicht mehr. Wo kamen wir her? Von da oben. Das muss ich mir irgendwie merken. So viel zum Thema Holz holen. Wir haben jetzt schon ordentlich Eisen wieder im Gepäck. Und da vorne ist es hell. Das heißt, unter Umständen eine Mineshaft. Mit einigen Kisten drin. Na, Lava. So weit habe ich jetzt auch eigentlich gar keine Lust, da vorzudringen. Nehme ich gerne mit hier. Es geht mir hier in zu viele Richtungen. Sonst hängen wir einen ganzen Tag drin. So. Einundzwanzig Eisen für die kurze Wanderung. Das ist doch nicht schlecht. Oh, wenn wir das regelmäßig machen, können wir einige Hopper verlegen. Pilze da. Ach, das Zeug brauche ich ja nicht wirklich. Lass mich mal so eine rote Kiste, da packen wir jetzt einfach mal den ganzen Schrott rein. So. Es ging mir um den Apfel, nicht um den Setzling. Ein bisschen Birke in der Nähe. Ein bisschen mehr Birke sogar. Nett. Blümchen, viele Blümchen.
Macht mir gerade so richtig Spaß. Ich habe endlich keine Inventarprobleme mehr. Ich kann jetzt ernten, was ich will. Ich brauche nicht ständig gucken, ob ich was wegwerfen muss. Genug Platz ist noch. Hier war ich wohl schon mal. Jetzt würde es sich fast auch schon wieder lohnen, in der Mine unten bis ganz nach hinten zu fahren, um dort mal weiter zu buddeln. Denn unser Problem war ja, dass die Minecarts einfach auf der Strecke hängen geblieben sind, da zu wenig geladen wurde. Aber jetzt kann ich ja alles in die Shulker-Chests packen und dann können wir da hinten auch eine ganze Zeit lang bleiben. Ist vielleicht das nächste, was wir machen. Diamanten, Eisen. Ach, guck mal, da gesellt sich gleich die dritte Sorte Holz dazu. Viel Zeit ist nicht mehr. Um 5 wollte ich aufhören und es ist 5 vor 5. Mal gucken, was wir bis dahin noch geerntet kriegen. Ja, und nächstes Mal geht's dann weiter. Da holzen wir die Welt ab. Hier sind wirklich schöne Bäume. Also schön zu fällen. So. Birke noch.
Vorne liegt noch ein Birkenhölzchen. Hier habe ich eine schöne Schneise reingerissen. Und hat nicht mal lang gedauert. Nächstes Mal können wir dann mit den Fichten weitermachen. Nicht, dass wir Birke und Eiche schon genug hätten. Dann nehmen wir die blaue Ferste Laub. Zweite grüne für Böcker. Schicht machen. Das macht gerade so viel Spaß. Also mir persönlich macht das mehr Spaß, als durchs End zu streifen und Festung zu suchen. Einfach so schön eine Stunde abbauen. Aber Minecraft ist halt auch vielseitig. Ist für jeden was dabei, was ihm Spaß macht. Na gut, jetzt ist zu erkunden nach einer Zeit vielleicht nicht mehr ganz so toll. Aber guckt mal, wie viele Spielstunden wir haben und wir haben noch nicht alles gesehen. Beziehungsweise wir haben noch nicht alles. Wir haben noch keine Behutsamkeitsverzauberung. Na gut, jetzt ja, eine Schaufel wieder. Toll. Lasst mich mal durch hier. Ich will hier rüber. Zumindest brauchen wir jetzt nicht mehr so ganz so wählerisch sein. Auch sowas wie Zuckerrohr, das wir sonst eigentlich immer ignoriert haben die letzte Zeit. Können wir jetzt wieder mitnehmen. Summiert sich ja auf, wenn wir das nächste Mal Bücher brauchen, haben wir dann schon ein bisschen Zuckerrohr im Lager. Oder wir verarbeiten es fälschlicherweise wieder zu Dings, zu Zucker. Und haben gar nichts davon. Ich sollte übrigens auch wieder Tiere töten. Kühe und Schweine. Naja, und eigentlich auch Schafe. Geben jetzt ja auch Fleisch. Stimmt's? Da bringe ich auch noch eine große Ladung Fleisch mit.
Ah, jetzt ist nach 5. So, dunkel wird's. Noch schnell einen Baum ernten. Und dann geht's schlafen. Und dann geht's nächste Mal auch erst weiter. Jo, das wird sich jetzt noch ein bisschen hinziehen. Bis wir das Inventar voll haben. Tschüss. So, Hallöchen, und da sind wir wieder und wir setzen heute unser Werk fort. Das heißt, wir werden fleißig Holz ernten heute. Und dem Huhn erstmal dieses Ei um die Ohren kloppen. So, jetzt geht's aber los. Und danach holen wir eine ordentliche Ladung Eisenerz aus unserer Mine. Nicht nur Eisen, auch Lapis und Gold, Diamanten, alles was man so braucht. Na, das war doch bisher ein sehr netter Ausflug und man sieht genau, wo wir lang gegangen sind. Ich hinterlasse eine Schneise der Zerstörung hinter mir. So, da muss irgendwo noch einer sein. Oder? Nö, war der ganze Baum. Das war dann wohl so ein halbgroßer. Sind ja zum Teil auch richtig hoch. So. Blümchen auch immer mitnehmen. Brauchen wir ja für den Flughafen. Massenhaft noch. Ist das meine Fackel? Ja, natürlich ist das meine Fackel, aber habe ich die gestern? Nee. Wann habe ich aufgenommen? Vorgestern. Montag. Gestellt.
Ja, davon können wir ruhig ein bisschen was mitnehmen. Wir haben ja Platz. Wir haben jetzt ja so viel Platz, da können wir selbst Pilze mitnehmen. Ja, nur nicht im Inventar gerade. Können das mal Setzlinge, Pilze und sowas rein. Ah, wartet mal ganz kurz. So. Zack, zack, zack. Das kann alles da rein. Und wir wandern jetzt einfach. Wir holen uns die Bäume und wandern vom Baum zu Baum weiter und gucken einfach mal, wo wir dann rauskommen. Natürlich steht im Vordergrund die Holzbeschaffung. Sobald wir den dunklen Wald erreicht haben, werden wir dort wohl auch ein eher stabiles Lager mal aufbauen. Geht es dann einfach darum, dass wir eine Zeit lang die Kisten stehen lassen können und nicht ständig das Inventar voll haben. Schleppen ja doch schon einiges mit uns rum. Früher hätten wir jetzt wahrscheinlich schon dreimal das Inventar voll gehabt. Aber wir haben uns ja weiterentwickelt, können jetzt mehr bei uns tragen. Das war eine der besten Dinge in diesem Update. Diese Shulker-Chest. Ich glaube, viel mehr Spannendes gab es dort auch nicht. Ach doch, ja, die Waldvilla. Die sind auch nett, wenn man mal eine findet, die nicht sofort wegbrennt. Das sollte bei unserem Spielstand kein Problem darstellen eigentlich. Aber ich habe das auf einem Testspielstand erlebt. Da habe ich drei Stück gefunden und alle drei sind direkt weggebrannt. Das war dann ziemlich unerfreulich. So, jetzt haben wir wieder Eiche. Ich hoffe, wir laufen jetzt nicht zurück. Das wäre ja blöd. Birke genießt einen gewissen Schwerpunkt gegenüber Eiche. Was aber auch nur daran liegt, dass wir schon so viel Eiche haben. Schöner wäre es natürlich, wenn wir jetzt direkt einfach um die Stadt rumgehen und dort einfach mal rundherum alles weghauen, was da noch steht. Aber das wäre, denke ich, auch langweilig. Wie viele Blümchen man noch findet, wenn man sucht, aber nur gelbe. Ja, guck mal, ein bisschen Kohle können wir hier mitnehmen. So. Oh, viel mehr wird es hier auch nicht geben. Schon wieder so steil runter. Und da ist Lava. Naja. Ich will ja keine Höhlenforschung jetzt betreiben. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja doch Holz holen. Na, wartet mal. Den hätte ich jetzt fast übersehen. Und ich glaube, unser Inventar ist mal wieder voll. Das heißt, ich stelle dich mal wieder auf. Birke kann ich auch aufstellen. Eiche. Und von mir aus auch eine für Fichte.
So. So, wenn alles schief läuft, können wir ja die Kohle immer noch zusammenkraften. Aber noch haben wir ja massig Platz hier. Was jetzt noch fehlt, ist, dass man die Kisten in sich selbst packen kann. Ah, das wäre Imba. Das wäre overpowered. Aber hier sind wir gut rausgekommen. Viele Birken. Freut mich. Nur die nächsten 2-3 Aufnahmen werden wir Heuschrecken spielen. Erst im Übergrund, dann im Untergrund. Dann haben wir auch mal was für unsere Lagerbestände getan, was nicht nur aus Dreck und Stein besteht. Man muss ja gucken, so was letztes Jahr dazu kommt, kam war hauptsächlich Dreck und Stein durch die Planierung beim Flughafen. Das wird dieses Jahr dann wohl etwas anders aussehen. Dieses Mal sogar ein bisschen Dreck und Dreck wahrscheinlich nicht, aber Stein verbauen. Der Hangar wird Steine fressend. Zum Beispiel. Ah. Ich glaube, ich habe einen Mückenstich dort oder sowas. Zu dieser Jahreszeit. Naja, das Wetter spielt verrückt. Warum sollen die Insekten da nicht auch verrückt spielen? Na, guck mal hier vorne. Ich glaube, jetzt sind wir auf dem Weg zurück. Gott, wie viele Bäume hier noch stehen. Wir sind ja, glaube ich, noch recht nah an der Stadt. Das ist bemerkenswert. Da kommen wir noch ein paar Jahre mit hin. Da kamen wir gerade raus. Da liegt noch eine Birke rum. Ein Schwein und ein Ei. Ja, und ich weiß, dass es gerade so ein bisschen leckt. Ich kann es mir nur nicht erklären. Wieso? Oder kann ich es mir erklären? Nö, kann ich eigentlich nicht. Jetzt gehen wir erstmal gerade in die Richtung hier weiter, wo auch immer uns das hinführt. Scheint auf jeden Fall ein etwas neueres Biom zu sein hier. Was natürlich auch nett wäre, das wäre so ein Flower-Biom jetzt. Dann können wir auch komplett einsacken.
Aber ein Birkenwald ist an sich auch ganz nett. Ich gehe jetzt mal hier so außen um diesen See herum, weil auf der anderen Seite ja noch die großen Rosen sind. Die wollen wir ja auch nicht hier stehen lassen. So. Jetzt bin ich gleich wieder voll. Ist da hinten eine Mohnblume gewesen? Ah ne, auch nur die großen. Oh, da ist ein Häschen. Und noch ein Babyhäschen. Und da ist eine Schlucht. Hier scheinen wir ja schon in richtig neuen Biomen zu sein. Ich sehe da ja auch schon hier Andasit, Diorit, Granit und wie sie alle heißen. Jetzt erstmal vorsichtig außen drum herum, denn wir wollen ja nicht in die Schlucht fallen, das tut weh. Das wissen wir ja noch aus unserem letzten Hard Mode. Aber mal ganz ehrlich, wir hätten wahrscheinlich von der Stelle eh nicht mehr nach Hause gefunden. Von daher war es nicht tragisch. Ich habe mich da etwas verlaufen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Ich müsste auch mal einen neuen Hard Mode anfangen. Hab da so keine Motivation gerade für. Ich muss wirklich, ich muss ein Seed sehen. Das mache ich ja manchmal so, teste ich ja auf dem Testserver besondere Seeds aus. Und wenn ich da was sehe, wo ich richtig Bock drauf habe, jetzt dort zu spielen, dann ist der Moment gekommen, wo ich einen Hardmode mache. Das letzte Mal, das war aber auch eine tolle Insel. Der Tempel daneben, wo ich mich ja drunter hergraben wollte und dann den Schock meines Lebens bekommen habe, als da dieser Fisch-Debuff aufblitzte. Ach ja, war schon schön. Also was kann man auch nicht erzwingen. Sowas muss sich aus Gegebenheiten ergeben. Ich würde gerne mal wissen, woher diese FPS-Drops neuerdings kommen. Na, schaut mal. Dich kann ich nicht mitnehmen. Das werden wir doch mal ändern. So. Und rote Blumen. Die sind schon was Seltenes. Findet man ja nicht allzu häufig. Ich finde immer noch, es müsste eine Möglichkeit geben, Blumen zu reproduzieren. Dann sind wir wohl doch schon weiter, als ich ursprünglich dachte. Vielleicht kommen daher die Lags, dass hier wieder Welt generiert werden muss.
als wo ich hier stehe, 60 FPS. Ich wandere ein Stück und es geht runter. Wo ist die Hexe? Also gehört habe ich sie. Gesehen? Noch nicht, aber ich muss. Oder es gibt einen Absturz, bevor wir die Hexe finden. Kann natürlich auch passieren. Da habe ich sie. Idee. Wir die gleich verwertet. Oh, ich würde sagen, die Richtung hier ist immer noch gut. Gehen wir weiter. Aber hier sind ja Birken ohne Ende. Hier ist auch nichts anderes als eine Birke. Birke ernten macht ja auch am meisten Spaß, weil es schnell geht. Na, guck mal, da hinten ist der dunkle Wald. Ja, dann gehen wir doch darüber. Davon haben wir ja noch gar nichts. Dort bleiben wir dann auch, bis die Kiste voll ist. Weil das Holz findet man ja nicht überall. Anders als Birke. Findet man ja doch recht häufig an verschiedenen Stellen. Dann nehmen wir erstmal noch ein bisschen was mit, bis es dunkel wird. Dann werden wir rübergehen und uns dort ein kleines Lager einrichten. Nichts Großes. 5 Zimmer, 3 Stockwerke. Dusche, Bad, Balkon. Nee, Spaß. Wenn ich sage klein, dann meine ich, wir stellen einfach alles dort irgendwie hin, stellen ein paar Fackeln drumherum, fertig ist. Habe ich auch gerade einen großen Pilz gesehen. Schade, dass wir die immer noch nicht ernten können. Schon. Auch jetzt auch nicht.
Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So geht das. So. Ach hey, noch mehr Gelb. Ah, wir haben genug Platz. Habe ich mich so verguckt? Waren das hier einfach nur große... Große Eichen? Sieht ganz danach aus. Ach, ich meine, ich habe auch dicke Stämme vom Weiten gesehen. So. Nö. Doch, da oben. Dann würde ich sagen, wir sehen jetzt mal zu, dass wir hier irgendwie in die Nähe kommen. Da unten an der Küste ist doch ein prima Ort für ein kleines Lager. So. Fichte, Birke. Fichte, Birke, Eiche. Nix. Ich glaube, wir machen für Blumen schon mal eine Extrakiste. Dann nehmen wir mal hier so eine hübsche gelbe. Und die ist ja auch schon bald voll. Dann haben wir hier die Setzlinge drin, das Zeug. Pilze. Verschiedene Sorten Fleisch. Sonstigen Mist, ein paar Blöcke. So. Und du bist dann für Dunkeleiche. Kann ich da eigentlich? Nee. Dann kommt dort eine Fackel hin, dort eine Fackel und dort eine Fackel und gut ist. Dann fangen wir hier mal an. Hier machen wir jetzt systematischen Kahlschlag. Was ist denn hier eigentlich für ein Krüppeliger? Er ist ganz komisch gewachsen.
Und weiter geht's. Nächster Baum. Am Ende bleiben nur noch die Pilze hier stehen. Also die großen. Die kleinen nehmen wir ja auch mit. Ja, und sobald uns dann das Holz ausgeht, müssen wir wahrscheinlich noch weiterlaufen. Obwohl, wir lassen ja eigentlich genug zwischendurch noch stehen. Es geht mir ja auch hauptsächlich darum, mal wieder rauszukommen. Aus der Stadt. Ich meine, wir waren jetzt wochenlang nur in der Stadt unterwegs.